Du hast noch ein. Nein. Ein Level Up bekommen. Kriegst plus 3 hier, das plus 1 hier muss nicht wirklich sein. Aber hattest du das nicht letztes Mal schon, oder war das bei anderer? Schon nur plus 1 hier? Du kriegst Rotation. Damit wir dann. Zum Wohl, by the way. Nicht mit heruntergezogenen Hosen dastehen. Ey, wir haben einen Nobelauftrag. Finally. Hat jetzt wirklich ordentlich gedauert. 505 zahlst du mir dafür. Es ist deine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Mit wie viel bist du? Wenn du mir 505 für 22. Ja, wir werden unser ganzen Shit hier verscherbeln. Wobei du hast keinen. Also alles, was ich nicht noch reparieren will, werden wir hier verscherbeln, besser gesagt. Das ist Wolf 315, ja. Euch verscherbeln wir. Dich verscherbeln wir, dich verscherbeln wir. Eine von euch verscherbeln wir, verscherbeln zwei von euch. Könnte fast drei von euch, aber. Ich weiß, wenn Ork. Einen Haufen Ork Warrior treffen, behalte ich mir noch ein bisschen was. Du kommst weg, du kommst weg. Ja, die sind nicht viel wert. Die ganzen Schilde hier kommen weg, du kommst weg, du kommst weg. Pretty much alles, bis auf dieses eine. Lassen wir noch für den Notfall da. Du kommst weg. Will ich nicht wirklich reparieren, von dem wir behalten uns den einen, der nicht repariert werden muss. Selbiges hier. Muss eigentlich nicht sein. Alright, sind wir schon wieder 5400. Nach einem kleinen Ausflug in die Wildnis. Bisschen mehr wird sich noch ausgehen. Aber warte mal, du kommst auch weg. Sicher noch was übersehen. Will ich den wirklich? Ich muss den nicht unbedingt reparieren. Ist fein. Ja, sie sind nur halt auch teuer in der Anschaffung hier. Ey, warte mal. Dich habe ich noch übersehen und dich. Das heißt, wir werden jetzt woanders hingehen und uns einen Schick kaufen. Lass aber mal sehen, was das ist. Hunt for Direwolves, Webknechts und Nachtsaurus. Hunt around to Plains Region of Lowlands and other regions. Turn to Drygraven at any time to get paid. Was ist das Maximum hier? 30 mal 80 wäre 2400. Minus 90. 2310. It's not too bad. Wir müssen sie halt finden. Ja, akzeptieren es. Wo sind die Lowlands? Ich habe mir zuerst anschauen sollen, wo die Lowlands sind. Bevor ich das annehme, ich habe mir. Okay, es ist hier herum. Ah. Ja, wir gehen jetzt trotzdem zuerst nach Dinkelsmark. Kein Grund, irgendwas zu überstürzen. Wir brauchen Munition, wir brauchen Werkzeuge. We need some shit. Bevor wir wieder in die Wildnis ziehen. Und da oben war es mir zu teuer. Ja, gute Nacht, der Boy. Hab eine schöne Woche. Ah, die haben ja auch Ambush Trade Routes. Oder die sind die, die Ambush Trade Routes haben. Das heißt, die sind. Wobei, das ist gar nicht so. Was habe ich jetzt gerade gekauft? What the fuck did I buy? Ich wollte das hier kaufen. Die scheiß Gabel habe ich gekauft um Unmengen an Geld. Eieiei. Die Munition ist mir zu teuer. Wir gehen nach Holnisland auch nochmal weiterschauen. Saufen mal kurz. Damit niemand schlecht drauf ist. Jetzt weiter nach Holnisland. Ich wäre jetzt auch langsam, hätte ich Interesse an Warbows. Als nächste große Anschaffung möglicherweise. Weil die können, also die nächste, das nächste Tier an Bögen nach Huntingbow. Für unsere vier Bogis. Das könnte schon auch was bringen. Okay, das finde ich sympathisch. Das ist nicht wirklich sympathisch, aber wir tun einfach mal so. Weil ich brauche Munition. Ich glaube, wir kaufen dir einfach mal die Bude leer in Sachen Werkzeugen, damit ich nicht so schnell wieder da runter muss. Essen haben wir eigentlich genug. Ein bisschen Fisch nehmen wir noch mit. Wir können die drei mitnehmen, weil wir die ja vielleicht teurer verkaufen können oben wieder. Das ganze Geld schon wieder aus dem Fenster geworfen. Aber dafür haben wir jetzt ein wesentliches mehr an Vorräten, was sich auszahlen sollte. Wir gehen zurück nach Dreigrafen. Kann ich das eigentlich hier auch verkaufen? Bin schon mal freundlich nachgefragt.
Also ich könnte natürlich nur, wie viel wäre es wert? 356, oben war es eigentlich fast noch mehr wert. Was ist das hier eigentlich? Okay, zu spät. Dürre oder so wahrscheinlich? Zuerst noch 3 greifen, dann ab in die Lowlands. Yo. Yo, da, Chip. Ich kriege ja für jeden von diesen Köpfen, oder? Egal, ob ich sie erlege. 11? Nee. I'm not scared of you, die wolves. Für was haben wir meine Speerchen? Das wird hier jetzt alles versperrt. Ha! Get it? Okay. So passt es. 11 Direwolves sind aber schon scheiße viel. Let's see. Da komme ich nicht mal mehr dazu, hier meine Spearwall zu machen. So schnell sind die da. Die Säge. Alrighty. Kannst du mal... Die halten auch noch was aus. Damit rechnet man ja nicht. Du kannst den eh wegkillen. In der Theorie. Warte mal kurz. Ich glaube, du musst ihm unter die Arme greifen gehen. Scheint mir sehr der Fall zu sein. Das war kein sehr gutes unter die Arme greifen. Das war auch kein sehr gutes unter die Arme greifen. Ich meine, bemüht sich hier eigentlich irgendwer außer mir? Ich könnte dich... Wie wahrscheinlich kann ich dich runterhauen? 81% Chance und danach die Spearwall. einmal, zwei. My dude! Ich meine, wir könnten einmal drauf einstechen und dann versuchen, die Spearwall zu machen. Ah, jetzt kann ich sie wieder machen, weil er flieht. Nice. Spearwall. Nehmen wir mal an, dann machen wir das gleiche hier. Einmal weg. Einmal Spearwall. Einmal gekillt. Einmal Spearball. Einmal Spearball und jetzt bitte alle Wölfe brav, Kopf voran, in die Sperre rein. Wäre der Plan für euch. Nein, der ist durchgekommen. Das ist schlecht. Der ist nochmal durchgekommen. Leute, was macht ihr jetzt? Kommen sie rundherum wahrscheinlich. Und gehen auf den Bogi los. Mehr so in die Mitte auf die Sperre. Hätte ich jetzt gemeint halt. Okay, hat schon keinen Bock mehr. Auch keinen Bock mehr. Das Böse ist nur, wenn sie alle weglaufen, dann kriege ich ja den Kopf nicht. Ja, yeah, I don't like that one fucking bit. Wollte ich nur mal sagen. Du kannst da hingehen nach und auf ihn einstechen, was wahrscheinlich eine gute Idee wäre. Mann, es ist greedy. Und hat nicht mal was gebracht. Oh, wow. Einfach gar. Du kannst einfach da hingehen. Und ihm einmal aufs Maul schießen. Du gehst mal hier hin und stichst auf ihn ein. Okay, nicely done. Du kannst das leider noch nicht. Das heißt, hier warten wir mal. Das ist überhaupt geschissen hier. Vielleicht ein bisschen übermütig. Der flieht, das heißt, er kann sich jetzt quasi wieder bewegen. Kriegen ihn halt wahrscheinlich noch keinen Direwolf gekillt. Gegen zwei, aber das ist doch die beste Rüstung. Ich meine, das ist der einzige, der ansonsten eigentlich noch so rumsteht, nachdem sich die alle da drüben versammelt haben. Na, du kannst jetzt keine Shieldwall mehr machen, das ist ein bisschen tragisch. Also nicht so schlimm, aber ungut vielleicht, sollte man eher sagen, als tragisch. Der bringt sich eh schon selber um. Leider nicht das zweite Mal getroffen, das wäre viel wert gewesen. Okay, so weit, so gut. Dass du ausgewichen bist, zumindest einmal. Ist ziemlich gut. Du verteilst deine Bisse, finde ich freundlich, weiß ich zu schätzen. Ah, schon wieder das gleiche. Ich bin noch einmal gierig.
Danke. Und hier auch. Schade. Weil wir brauchen die Köpfe, ja. Hilft dir alles nichts. Na komm. Dankeschön. Wenn wir da noch mit einem draufhauen könnten, wäre es super. Wir machen hier wieder einen eleganten Schritt zurück. Nicely done. Dir geht's nicht mehr so gut. Na geh bitte, das hätte man doch sowas für... Was, das hätte jetzt was gebracht, wenn du den getroffen hättest. Aber nein! Impertinent, wie immer. Na komm mal rein. Zieh ich auch noch auf ihn ein. Und du jetzt nochmal und nochmal. Und er läuft auch schon. Wonderful. Nicely done. Was, den Wölfen will ich Warboss gehen? Damit der Rasen noch mehr Schaden. Ich glaube, das war hier ein ziemlicher Diss von der Nahkampfreihe an die Fernkampfreihe. Good one. Und ich kann mich nicht daran erinnern, jemals mit irgendwelchen Wölfen Probleme gehabt zu haben. Lazarus, danke der Nachfrage, aber ich war eigentlich immer einfach, glaube ich. Was, einer ist weg, einer ist entkommen. Einer konnte weglaufen. Ich habe versagt. Okay, die stehen hier da unten. Wo sie unnötig sind, okay, jetzt flieht er. Können wir ihn vielleicht treffen, wenn er flieht? Ist das möglich? Ja, okay. Die Frage wäre damit beantwortet. Ich meine, loot-technisch bringen die nichts, aber ich glaube, die Köpfe sollten zählen. Wir sehen sie gleich. Ja, 10 von 30 Köpfen. Wir machen gleich die nächsten, oder? Ich meine, es geht jetzt nicht mehr so gut, aber es sind jetzt auch weniger als vorher. Plus 2, plus 3 hier und plus 2 hier. Perks. Gifted, selbstverständlich. Lieber Skittles, nochmal plus 3, plus 4 hier und plus 4 hier. Oh, jetzt geht's rund. Jetzt werden die Handschuhe abgenommen. plus 4 hier. Kriegst auch noch Battleforged. Okay, wo sind jetzt die anderen Hundis? Da waren noch mehr Hundis. Don't lie to me. Du weißt genau, dass da noch Hundis waren. Da waren nicht nur... Spiel. Why you do this? Why you be like that? Nicht auch noch Nacht werden. Ich wollte nicht... Shit. Jetzt habe ich den Auftrag schon abgegeben. I didn't want to. Ich wollte nur... Ich wollte nur die hier loswerden. Upsi. My bad. Wir werden noch dich los. Was ist jetzt Deceptive mit den Arming Swords? So viele habe ich nicht. Die Flail werden wir auch noch los. Das Zeug kommt weg. Die Zeug kann man behalten. Irgendwann kann man irgendwas daraus machen, aber ich habe jetzt irgendwie keine Lust drauf. Was ist das eigentlich alles? Usable in combat. I mean, I'm not gonna use them in all likelihood. Okay, wir haben wieder 4160. Die Aufträge sind ein Schatz. Der eine Auftrag, der kein Schatz war, habe ich jetzt leider zu früh abgegeben. Dann schauen wir uns vielleicht da oben um. As you walk along the roads, a throng of wrecked-looking men speed past you. They clear off the path and jump into an embankment and hide behind a wall of bushes. Ah, this is... This is schon wieder...
Welcome to Hey Ho, das ist schön. Das ist so eine deprimierende Geschichte, die will ich gar nicht vorlesen. Was bist du? Ein Refugee. Hey Skittles. Skittles Bronze. Jetzt hält man das ganze Treppchen. Alrighty. Du kannst da mal rum und dich rumstehen und dich durchfüttern lassen. Wir haben eine Willkommenskultur. Goblin Hunters. Many Goblin Ambushes. Das sind die Fernkämpfer, oder? Sind das alles die Fernkämpfer? Das sind 8 fucking Fernkämpfer. I will have to kill myself, wenn ich das mache. Auf der anderen Seite. Das Geld verdient sich nicht von alleine. Gegen Goblin Ambush erst. Wollen wir mal keine Sperre, die kommen uns nämlich sowieso nicht entgegen. Na, da verteilen wir großzügig Schwerter und Flails. Rüstung haben sie auch nicht wirklich, also Hämmer sind nicht so wirklich wichtig. Alright. Und es ist Nacht, which would be the perfect time. Dawn, motherfuckers. Ich hätte Fallback klicken sollen. Yes, 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 this is bad. Oh mein Gott, ich hasse sie dermaßen. Oh, ich kann gar nicht zum Ausdruck bringen, wie sehr ich sie alle hasse. Alles treffen sie. Eieieiei, okay. Ja, kannst du mal kurz dich wieder einkriegen? Wir sind hier in einem tödlichen Kampf gelandet. Tödlich, sage ich euch. 1, 2, dahin geht's. Shield Wall. Nochmal Shield Wall. Nochmal Shield Wall. Sich nicht einschüchtern lassen. Immer schön in Formation. Weiter nach vorne. Ich meine, es ist egal, ob man Formation hat oder nicht, weil die Drecksäcke sowieso alles treffen. Aber darum geht's nicht. Okay, du bist am nächsten. 37% Chance. Was für eine Chance. Was für eine Chance. Du wirst natürlich auch nichts mehr treffen. Logisch, weil du vergiftet bist. Komm. Okay, ein Treffer. Einen Goblin weniger. Yes, ein Goblin weniger. Well done. Was haben die da für Chancen? 5%. Okay. Okay. Dann könntest du jetzt vielleicht nichts treffen. Das wäre ganz nett. Ey, wenn die nur 5% Chancen haben, dann kann ich ja nicht stehen bleiben. Eigentlich auch nichts dagegen spricht, einfach noch weiter nach vorne zu gehen. Können sie nämlich weniger oft schießen. Es ist halt nur anstrengend. Für unsere Mannen gehen und noch Shield wollen müssen. Die Shield Wall verringert die Chance wahrscheinlich doch noch um einiges. Du kannst nicht, aber stehst du für jetzt oben? And something. Wen können wir von euch allen am besten beschießen? Wahrscheinlich eh wieder dich. Was mit dir? Das ist eine 41er? Dann haben wir auf dich. Drauf oder versuchen es? Ja, der ist wieder vergiftet. Der hat nur 7 Aktionspunkte deswegen. Nice. Kunibert hier vielleicht wieder mit dem... Oh, Clutch Shot. Wonderful. Wieder einer weniger. Wie sehe ich da, dass wir uns eh alle einig sind, dass es Eboas Schuld ist? Sage ich ja die ganze Zeit. Zuerst glaubt mir keiner und dann plötzlich erkennen sie die Weisheit meiner Worte.
Ja! Wieso kannst du cheeren? How did you do that, Fida? Muss man sich das kaufen? Ah ja, und danke natürlich. Ich glaube, wir kriegen hier keine Shield Wall zusammen mehr mit ihm. Was ziemlich schade ist. Ich glaube, wenn wir uns dahingestellt haben, bleiben wir mal stehen einfach. Präpotent. Weil da haben wir High Ground mit zwei Bogies. Und sie nicht. Also mit dem einen da drüben schon. Und mit dem dort. Anyways. Wir haben dann gar keinen High Ground mehr hier. Was unangenehm wäre. Außerdem kann dann vielleicht irgendwann der Wern hat. Ah, der Wern hat. Hat sein Gift mittlerweile ausgestoßen wieder. Heißt, er kann wieder auf Leute schießen. Für eine Pizza hast du gekommen und du gibst mir nur 100? Achso, wegen Prime. I see. Ich wüsste nämlich gar nicht, wie man überhaupt zu Bits kommt, ehrlich gesagt. Außer jetzt scheinbar über Prime. Hey, 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 wir können das mit dem Treffen gleich wieder lassen, liebe Goblins. Also 200, upsi. Ja, Goblins sind schwer zu treffen. Könnt jetzt gar nicht so viel dafür. Klein und grün, das ist auch leicht mit dem Rasen zu verwechseln. Wir machen hier weiter meine Shield Wall mal. Das ist jetzt dein Problem auf einmal noch? Der hat schon wieder ein anderes Problem. Immer von irgendwas vergiftet sein. Wow! Lazarus! Da wollte einer gerade wissen. Okay, naja, wir werden uns da weiterhin einmauern und der nächste ist dran. 21, da haben wir sogar einen 29er von da ganz drüben. Oh, der will fliehen. Schade. Okay, Lazarus wieder. Ey, das war jetzt, das ist weird. Ich habe so schnell geklickt, dass ich den zweiten Schuss schon abgegeben habe, bevor der erste ihn gekillt hat. Dann kann ich ihn ja gar nicht mehr treffen. Macht irgendwie Sinn. Okay. Ich hätte gedacht, das lasst mich dann nicht nochmal klicken. What? Jo, einmal passt mal kurz nicht auf. Einfach Gunibert the Night Hunter gekillt. Ich habe noch nicht mehr gesehen, dass das so. Dass sie so nah dran waren. Die geht's auch nicht so gut. Schon wieder. Ich sollte nicht so schnell klicken. Ey, das ist jetzt gerade sehr tragisch, dass Kunibert der Night hat sie einfach gekillt. Welche Stadt war das, wo es auf einmal so ein... wo so viele... War das unten bei Dingsbumsi? Mit Dingsbumsi meine ich selbstverständlich wie immer... dem einen Fort, bei dem wir waren? Ich glaube, das war dort. Bin mir allerdings nicht ganz sicher. Weil wir brauchen einen neuen Bogie. As much as it saddens me. Könnt ihr jetzt einfach bitte weglaufen? Ich hasse Goblins eigentlich eh. Vor allem Ambusher. Ein bisschen die Frage stellt, wieso ich mich da noch in den Kampf einlasse mit 1 Million von ihnen. Gib bitte! Dankeschön. Jetzt wollte der eine schon wieder nicht mehr fliehen.
Einfach tot ist der Kunibert, der Night Hunter. Was für ein tragischer, tragischer, tragischer Tag. Ja, okay. Wir gehen mal kurz zurück nach Drei Grafen. Ich meine, die Frage ist, ob das überhaupt noch der Fall ist jetzt hier in Gemmenburg. 13 Diamond Wolves. Es werden immer mehr jedes Mal. Nehmen Sie mal nicht, dann vielleicht schon mal lieber rauf nach neu fahren, weil das ist wenigstens näher. Alright, let's see. Wiedersehen. Und. Wiedersehen. Die beiden brauche ich dabei auch. Weil er kriegt wahrscheinlich als erster eine Armbrust. Yes, okay. Geht in Ordnung, so. 4800. Du hast nicht zufällig gleich hier noch einen Jäger anzubieten. Nein. Es war nämlich auch ein 1000er Jäger da unten. Aber wie gesagt, die werden... Weil gehen die so schnell weg? Vielleicht sollte ich es riskieren. Gehen wir nach Gemmenburg. Weil ein 1000er Jäger wäre schon eine schöne Sache. Und dann können wir uns noch einen anderen nehmen, falls der keine Sternchen hat. Weil wir genug Geld dafür haben. Es wird wohl leider Nacht werden. Wobei, es wird eh schon fast wieder Tag, wenn wir da unten sind. Hoffen wir aufs Beste. Ist jetzt nicht mehr so. Na. Natürlich nicht. Goddammit, also falls es wirklich hier war. Ich glaube aber, es war hier. Okay, that's annoying. Dann müssen wir doch nach neu fahren, weil ich will jetzt fucking einen weiteren Bogie haben. Please. Warte mal. Wurde sie abgebrannt komplett? Ich dachte, weil wir sie haben abbrennen lassen. Oh no. Oh no, wir kriegen nie wieder einen Bogie. Fuck. Wo ist dann der nächste Bogie-Stand? Wenn nicht in Neufahren? Nicht hier? Nicht hier? Nicht hier? Nicht hier? Hier! In Weidhof! Gab es nicht hier nur einen Auftrag nach Weidhof? Ja, lass mal kurz schauen hier. Wollt mich nicht immer nach Weidhof schicken? Von euch? Weidhof? Weidhof? Weißenfels, ich überleg's mir, das liegt am Weg. Oh, I would love to do that. Machen wir das zuerst und jetzt halt ein bisschen Unterbesetzung leider. So tragisch das auch ist. Und dann müssen wir unseren neuen Jäger holen. Da gibt's aber nichts. Wir haben eh einen weiteren Mann, den wir da einspannen können. Eh lieber nach hinten, oder? Dann kriegt mal... Ah shit, ich habe die Pike hergegeben. God fucking damn it, das kommt davon. Ja, ich meine, dann kommst du mal in die erste Reihe. Außer ich hau nicht mit 41 Ranged Skill. Mit einer Armbrust in die zweite. Schön. For the lols. Ey, viel Spaß beim Armbrust schießen. Ja, und dann. Wo ist Weißenfels? Ja, Weißenfels ist am Weg. Dann gehen wir nach Weißenfels. Ist fein. Und dann hoffen wir, es gibt tatsächlich einen Jäger dort. 11 Thieves, a few Brigand Poachers, a Brigand Marksman. Okay, sie haben selber nicht so geilen Fernkampf. Ja, ist ja nicht so schwer mit einer Armbrust. In die richtige Richtung halten und dann Abzug drücken. Geht schon.
Okay, es sind zwei Short Bows und der ist der Sack, aber der hat eine Light Cross, also einen Light Crossbow. Sollte auch kein großes Problem sein. Möchte ihn trotzdem als erstes killen. Weil Crossbow ist böse. Wann immer, wo immer. Crossbow böse. Needs to die. Jetzt werden wir nicht killen, weil sich ihn da definitiv voreinstellen wird. Relativ viele Kopfbedeckungen, aber dann auch wieder nicht so viele. 33%, was denke ich, gar keine so schlechte Chance. Das ist was 19 auf ihn. Ja, dann nehmen wir die 33. Schade. Können wir ihn killen, bitte? Okay, komm. Dankeschön, Lazarus. Ich glaube, wir machen da Schritte nach vorne. Wie komme ich mit euch da nach oben? Ist ebenfalls eine ausgezeichnete Frage. Wir müssen Schlägern gehen. Punkt ist, mit dir gehe ich am liebsten hier hin. Weil er hat eine Kopfbedeckung. Kommst du da irgendwie? Oder du kommst von hier herauf? Ah, oh, okay, dann macht die Sache einfacher. Bleib mal hier stehen. Wir hingegen versuchen gleich mal, ihn den Schädel einzuschlagen. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Nice, du gehst dahin. Brauchen wir überhaupt das Shield Wall? Mach mal eine. Als verantwortungsvolle Menschen. Ihm auch auf den Schädel gehaut. Da war leider noch ein Stück Stoff dazwischen. Deswegen ist er nicht gleich insta-tot. Dene! Machen wir ein Schrittchen hier hin. Kommst du bis dahin? Ja, schön. Kommst du bis hierhin vielleicht? Oder kommst du bis dahin? That's fine. Das fucking. Den Typen in der zweiten Reihe mit dem Kaiju getroffen. Meine Zielgenauigkeit. Aber Wahnsinn. Fahren wir da einfach deppert rein. Ja, fahren wir einfach deppert rein. Jetzt fein. Oh. Jetzt wäre hier der Weg frei. Das ist sehr nett, das freut mich. Bäm! Skittles hat was getroffen mit seiner Armbrust. Er sleeps down. Hätten es keine Fernkämpfe mehr. Wonderful. Du musst mal kurz hier stehen, weil ich noch nicht genau weiß, was ich mit dir aufhören will. Da kriege ich wahrscheinlich die Rüstung, das heißt, darf ich nichts machen. Deine Rüstung brauche ich nicht. Deine Rüstung brauche ich auch nicht wirklich. Wir hätten vielleicht doch uns bemühen sollen, hier noch eine Shield Wall machen zu können, aber sei es halb so schlimm. Du kannst, denke ich, mal so ein bisschen rundherum hopsen. Du gehst aber auf ihn los. Warte mal ganz kurz. Ah, du bist... okay. Du gehst dahin. Du gehst definitiv auf ihn los. Zweites Mal kannst du nicht. Du hast zu wenig... Grafini, du brauchst ein bisschen Cardio. Das ist echt zu wenig Fatigue, dich auszuhalten. Jetzt will er weglaufen. Eine ganze Rüstung hätte ich bekommen. Ja, er läuft schon. Er, der weit genug hinten steht, dass er tatsächlich laufen kann. Ich meine, ich komme da eh nicht irgendwo hin. Dann können wir eigentlich da auch schon mit dem Messern anfangen. Wenn wir ehrlich sind. Zwei anderen sind schon am Laufen. Das heißt, ich will eigentlich auf niemanden einstechen. Auf dich kann ich einstechen. Ja. Okay. Hat sich das erledigt. Wie ist deine Rüstung? Deine Rüstung ist ein Schaß, glaube ich. Du wirst noch weiterhin beschossen. So, Delle. Musst du mal den beherzten Hopser hier hin. Und checkst dir einen Dolch. Du machst den beherzten Hopser hier hin und checkst dir einen Dolch. Und checkst den Dolch, habe ich gesagt. Und checkst den Dolch. Okay, dann nicht. Fein. Fein! Oh, schade. Es wäre schön gewesen, wenn Skittles ihn jetzt gekillt hätte. Du sollst halt... Warte mal kurz einen Meter. Das war ja da auch nichts.
Und sind wir endlich, du sollst ihm den Schädel einschlagen. That's the point here. Für nix sind sie zu gebrauchen. Einen Schädel sollen sie einschlagen. Oh, ich habe zu wenig Fatigue, um jemanden den Schädel einzuschlagen. Jesus! Kann nicht zu schwer sein. Das sind keine Kokosnüsse, sind nur Schädel. Jetzt wird die ganze schöne Rüstung kaputt gemacht. Nur weil du ein fauler Sack bist, Graf Eli. Damn it. Der Sack. Wir killen ihn. Ich meine, da ist eh keine Rüstung mehr. Ich will die kleine Chance, die wir noch haben, will ich mir gerne behalten. Ja, stirbst du mal, du nervst. Alright, Messer ins Tode bitte. Messer ins Tode bitte. Dankeschön. Der konnte ihm jetzt plötzlich wieder am Schädel hauen. Können sie auch nicht entscheiden. So, da. Was, der ist wieder zurückgekommen? Du bist ja wirklich der größte Trottel, den ich je gesehen habe. Der ist wieder zurückgekommen. Alright, wir haben zwei Äxte bekommen, die was wert sind. Das ist fein. Nein. Wir geben das in Dinkelsmark ab. Das ist unsere Homebase hier, da bescheißen wir niemanden. Also wir würden natürlich nie irgendwen bescheißen, wollte ich damit eigentlich sagen. Das ist billig, oder? Naja. Wieder eingekauft, wollen wir hier verkaufen? Nicht wirklich, wir wollen dann lieber oben verkaufen, da kommen wir eh vorbei. Nur, ich meine, Dreiers, no fucking way. Wir wollten nur schauen, was das wäre denn. Destroy Rotten Lodge southeast of... Ah, das ist gar nicht das. Some time to think. Rotten Lodge. Ich meine, wenn das ein Dreier Noble Contract ist, muss es eigentlich kollektives Suizid sein. Mal schauen, ein bisschen später vielleicht. Anyways, wir müssen noch unseren Loot hier reparieren. Also das davon, wie immer, das wir gerne verkaufen würden. Das inkludiert dich, dich. Die beiden Sachen kann man auch reparieren, wenn man mag. Dich reparieren wir. Rest. Fuck it, wir reparieren alles. Es geht mir schon wieder auf die Nerven, dass da so viel nicht repariertes Zeug rumliegt. Die ganze Zeit in meinem Inventar. Das ist ästhetisch unschön. Was habe ich gesagt? Die Deutschen sind Gottheiten? Das hört sich aber überhaupt nicht nach mir an. War ich auf Koks? Ich halte das für eine Unterstellung. $20 zahlst du wieder. Home sweet home. Wir verkaufen dich. Wir verkaufen dich, wir verkaufen. Ja, der Jäger hat dann eh einen dabei. Da oben ist auch ein Fletcher. Vielleicht können wir den ersten Warbau mit dem Jäger gleichzeitig auftreiben. Das wäre nett. Das würde mir gefallen. Ich meine, ich verwende die nie gerade. Solange ich sie nie verwende, kann ich mal einen verkaufen. Die beiden Messerchen kommen auch. Extra verwende ich wirklich nicht. Also sollte ich jetzt nicht anfangen zu übertreiben. Wir haben jetzt 4 Flails gerade, oder? Wie viele Flails habe ich da verteilt? 2. 4 Flails. Ich glaube, 4 Flails reichen. Man braucht nicht mehr als 4 Flails. Man braucht viele Flails, aber mehr als 4. I don't know. Warte, wir verkaufen euch natürlich. Wir verkaufen natürlich euch. Wir verkaufen das. Und das. Wir verkaufen eine. Also wir reparieren dich, aber wir verkaufen dafür eine der guten Flails. Hey. Nehmen wir mal die Flail in die Hand stattdessen. Und dann verkaufen wir die Flail. Und auf 52 ist fein.
Das verkaufen wir noch. Alright. Holen Sie sich jetzt ein Dorf runter. Auf dieser Unterstellung, die nicht einmal stimmt, wenn ich das definitiv niemals gesagt habe. Jetzt habe ich vergessen, den fucking Auftrag anzunehmen. Es kommt davon. Deutschen sind Gottheiten. Glaube ich auch. Rennen ihnen eh schon alle Städte davon, wenn sie niemand mag. Jetzt wollen sie Gottheiten sein. Ich bin nicht Großdeutsch, ich bin Österreicher. Ich bin Großösterreicher von mir aus. Wo dann Deutschland zu Österreich gehört, jetzt fein. Das Problem war nur, wo es umgekehrt war. Auf unsere Weise haben wir es nie ausprobiert. Let's talk money. Ich meine, das können wir schon machen, weißt du, wie es ist? Weißt du, wie es ist? Aber das Problem ist, dass ich jetzt einen Jäger hätte gern, bitte. 170, das ist nicht viel, was du mir da gibst. Wenn man hart, ich meine, wir könnten das mitnehmen, das ist unten wahrscheinlich was wert. Aber ich will jetzt zuerst zu dem Jäger. Hast du einen Jäger? Das ist kein Jäger. Wo ist denn das? Das ist erst da, okay. Das ist schon noch ein Meter. Was ist das hier? Unknown Garrison. Was ist mit Brackenburg? Hast du nicht den? Das ist auch nichts Schönes. Und mein Auftrag wäre nett gewesen da. Vielleicht hätte ich ihn noch machen sollen kurz. Wir können es ja auch beim Zurückgehen wieder machen. Ich will auch kurz nur schauen, ob wir drauf kommen, was da drin ist. Sind da Geister oder so ein Bullshit? Du. A fallen hier. Ich meine, some Geists. Ich meine. Könnte bald einmal gehen. Wir haben noch nicht viel Resolve, weil ich nicht viel Resolve gelevelt habe. I don't know. Ich meine, es eigentlich. Was ist das hier? Ey. Ich meine, nicht gerade große Beute, aber. Good enough. Du kriegst übrigens plus 2 hier. Du kriegst plus 2 hier. Und du kriegst... Ich glaube, du kriegst mal plus 4 hier. Als nächstes Brawny, bitte. Habe ich ein paar Leuten vielleicht nicht Brawny gegeben und deswegen sind sie so scheiße? Ich glaube, ja, gegen Brigands brauche ich nicht mehr wirklich Sperre. Da habe ich lieber mehr Flails dabei. Wobei gegen Fox ist es eigentlich relativ egal, was wir dabei haben. Das hier ist unangenehm. Ich meine, es ist eigentlich leicht zu killen, solange sich niemand deppert vorhin stellt, wie es jetzt gerade der Fall war. Mit seinem Nachthemdchen da. Warte mal, vielleicht bewegt sich der noch weg. Nein, dann nicht. I guess. Versuchen wir mal den ersten zu killen von den beiden. Schade. Ich glaube, wir werden da einen Schritt vormachen nachher. Du kannst eigentlich einfach gleich mal neben ihn die stellen. Na, geh nicht daneben hauen, Radulf. Machen wir einfach mal eine Shield Wall. Graveli, nicely done. Leider, wenn sie das Tüchlein umhaben, kann man sie nicht gleich killen.
Ich meine, deine Rüstung ist mir eigentlich egal. Von dem her können wir es auch so versuchen. Wieso habe ich nur eine 17% Chance auf den Typen? Hast du Shield Wall? Du hast Shield Wall. Fragt sich, ob der Shield Wall aufrecht behält. Bis zum nächsten Mal. Ich meine, warte, du auch noch kurz einen Meter. Achso, jetzt hätten wir vielleicht killen können. Das hat ein bisschen Rüstung gekostet. Wartet alle kurz mal, liebe Bogis. Okay, er verzieht sich, ey. 51% Chance mit der Boe und erledigt. Wunderbar. Achso, jetzt muss ich... Ich dachte eigentlich, ich gehe mit denen dann zum Boge, aber alle Boges sind schon tot. Dann muss ich nicht mehr wirklich mit ihm rauflaufen. Dann hätte ich jetzt auch nicht warten müssen mit ihm. Okay, nicely done. Haben wir da noch drauf. Du kommst hier hin und haust dem lieben Armbrustschützen mal den Schädel ein. Nice. So soll das funktionieren. Schade. Ja, das ist mal ein... Ein Speer hat, da trifft er halt alles damit. Alright, du kommst noch da hin und schießt auf ihn. Es ist nicht wirklich nötig, dass ich noch auf Leute schieße. Den einen könnte ich jetzt eigentlich auch noch niedermessern, wenn wir schon dabei sind. Halt nur so eine nervende Sache. Da ist wohl einer geköpft worden. Kannst du noch Waffe wechseln? Nein, schade. Geh! Nicht Repost machen, wenn ich mit Teuchen auf dich einstechen will. Was haben wir jetzt hier für eine Chance? 78, let's go! Nice! Kriegen wir auch nochmal, ich meine, das ist immerhin ein 140er Helm. Okay, Graf Eli ist schon wieder nicht in die Cardio gegangen. Schickt man irgendwo hin, Graf Eli. Ich kann nicht mehr. Ich muss froh sein, dass wir immer gewinnen. Wenn wir einmal verlieren würden, würdest du nicht schnell genug fliehen. Okay, okay. So, das war jetzt... Das war es eigentlich mit dem Stream, außer... Dass mir jetzt von mir selber einen Copyright Strike einfassen wird. Ziff Folge 15 ab Minute 16. Großbritannien, wo sind die 15er da? Problem, brauche ich irgendwo einen Handwerker gerade? Militär hat er aufgedeckt? Nein, wo ist 16? Keine. Versetzen wir uns für eine dämliche Frage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir setzen sie nach Paris. Armani, du darfst nach Paris gehen. Ist es nicht wunderschön? Schöne Paris. Nur plus 8 davon. In Paris. Das könnte gefährlich werden. Könnte gefährlich werden at some point in the future. Yes.
Weil ich meine, ich nehme mal an, der Deutsche wird sich jetzt einfach von Goldenem zu Goldenen hangeln. Wie das die Gottheit manchmal so gerne macht. Muss nett sein, wenn man das kann. Ah. Now I got it. Now I got it. Ich muss euch alle enttäuschen, liebe Deutsche. Wie ihr sicher nicht selbst bemerkt habt und mich einfach nur aufziehen wolltet, meinte ich damit Gottheits KI. Nicht den Deutschen als Gottheit. Nice one, alright. Das war ein gebührender Abschluss für diesen Stream. Man kann ja nicht zu viel streamen, sonst hat man ihm dann alles gestreamt, was man streamen kann. Das nächste Mal, wenn wir streamen. Samstag. Wahrscheinlich, also nicht Battle Brothers, wahrscheinlich Ziff, wie ich schon einmal gesagt habe. Kommt noch eine Ankündigung. Ich weiß noch nicht wirklich, was Ziffig. Oder irgendwas anderes. Wir werden definitiv einen Stream machen. Wir werden definitiv irgendwas machen. Es wird definitiv nicht Battle Brothers sein. Das ist alles, was ich sicher weiß, soweit. Ja, danke. Und Thea ist auch eine gute Idee. Voll. Thea ist auch eine gute Idee. Oder vielleicht das Neues. Mal schauen. Ich bewege es in meinem Herzen. Habt einen schönen Abend. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und Mitschreiben. Bis dann.